R-E-W-I-N-S-I-D-E. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craft Attack! Freunde, was geht? Mit dabei ist der liebe Basti, guten Tag. Hi. Und der liebe Kevin, hallo. Hallo, Kevin. Leute. Hallo, Kevin. Leute, wir waren hart aktiv. Ja, also, kommt mal her. Zuerst mal habe ich hier 4 Holzsäulen hingebaut. Guck mal hier, die habe ich neu gebaut. Das ist super schön, oder? Das ist geil, oder? Kevin, wow, findest du, findest du das nicht? Okay, gut. Dann, Leute, haben wir noch etwas anderes, was ich eben angefangen habe, Jungs. Das habe ich auch noch nicht gezeigt. Folgt mir mal, ja. Denn ich habe vor, hier oben noch ein Gefängnis zu errichten. Deshalb fehlen hier auch gerade die Stufen. Die sollte ich hier vielleicht später mal wieder hinsetzen. Ich habe vor, hier vorne so einen kleinen Gitterkäfig hinzumachen. Quasi so ein Knast, dass wir hier eventuelle Gefangene des Kollektivs oder welcher seltsamen Vereinigung auch immer gefangen nehmen können. Wow, was macht das Skelett, Junge? Das ist tanzen, lass das bitte. Hallo, jetzt reicht's. So, kleiner Penner. So, ja, okay. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Kevin, Basti, ihr wisst ja schon, was wir getan haben heute. Wir sind heute ein wenig hobbylos gewesen. Es ist halt nur mal Sonntag. Ne, da haben wir ein bisschen Zeit gehabt, Leute. Gönnt euch auf jeden Fall mal, was wir getan haben. Es ist, ja, ich will gar nicht zu viel verraten, aber schaut einfach mal bitte auf diese Mauer, Leute. Wir haben die komplette Mauer fertiggestellt, neu aufgebaut, symmetrisch gemacht und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, Zeit für einen kleinen Rundgang, oder Jungs? Natürlich. Ja. Ich habe übrigens in meiner letzten Folge die Allianz gelootet, also die Trümmer. Ich habe TNT-Kanonen. Sehr gut. Ich habe leider den Aufzug eben nicht runtergefahren, das ist ein bisschen dumm gewesen. Aber Leute, wir bauen den Aufzug auf jeden Fall auch noch so, dass der quasi wieder runterfahren kann, wenn wir dann oben sind, beziehungsweise unten, also dass man den von beiden Seiten aus betätigen kann. Nichtsdestotrotz, Leute, ich musste die Big Bertha endlich mal überarbeiten, denn das war ein sehr, sehr blödes und inoffiziell beschissenes Design, wenn ich das so sagen darf. Ich habe die Big Bertha jetzt quasi nur auf eine Dreier-Variante gemacht. Die sehen jetzt von vorne aus wie so eine Art Python-Kopf, glaube ich einfach, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir davon jetzt einfach mehr. Und ihr seht das jetzt, die würden dann quasi halt einfach so schießen. So sieht er dann quasi aus. Die habe ich jetzt überall symmetrisch hingesetzt. Wir haben jetzt hier 2 TNT-Kanonen über die Mauer verteilt. Und wir haben diesen wunderschönen Säulengang. Leute, ganz wichtig, das ist euch eben vielleicht gar nicht aufgefallen. Kommt mal her, Kevin, Basti. Diese Dinger hier, die ich aus Stein gebaut habe, ne? Wir waren ja eben hier im Bauen und dann ist das eben alles abgefackelt. Und dann musste ich das alles nochmal neu bauen. Da habe ich das aus Stein gebaut, weil das fängt nämlich sonst tatsächlich an zu brennen. Hier vorne ist noch eine Treppe, genau. Und hier oben kommen dann quasi noch die Amboss-Kanonen und sowas drauf. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so ganz nice, weil wir von hier oben richtig geil runtersnipen können, Leute. Und wir können offiziell sagen, die Mauer ist damit tutti kompletti fertig. So, wenn wir jetzt in dieser Folge jetzt ein bisschen ranhalten, passt mal auf. Ich mache mich mal in die Amboss-Kanonen und ihr packt euren Teil mit dazu. Denn wir müssen natürlich hier noch einiges machen. Es gibt ja noch einige Dinge, die wir nebst den TNT-Kanonen und so weiter sofort machen wollen. Haben wir irgendwo noch Obsidian, dann kann ich noch die anderen TNT-Kanonen... bei der Rebellion ist da ganz viel. Bei den Spacken ist noch ganz viel. Ich eine TNT-Kanone der Vergeltung bauen? Oh ja, Leute, erinnert euch vielleicht an die gestrige Folge von TNT Wars. Kevin, ich glaube, das Ding ist mehr als nur angebracht. Mach mal bitte, ohne Spaß. Ich glaube, Leute, damit können wir echt eine Menge Spaß haben. Das wird auf jeden Fall echt fett. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir, wie gesagt, hier überall noch alles für an Befestigung drauf machen. Und nach wie vor, Leute, wir müssen uns auf jeden Fall mal überlegen, was plant das Kollektiv? Ganz ehrlich, was plant das Kollektiv? Wir müssen echt mal gucken, weil diese 3 Neuen, die jetzt hier quasi dabei sind. Wer ist das denn überhaupt? Dena, Debitor und Gomme. Und ich habe einfach nur Schiss. Und ich habe wirklich davor Schiss. Und das könnt ihr, glaube ich, nachvollziehen. Ja, dass die sich irgendwie... Ich habe keine Angst. Also ich habe einfach nur Angst, dass die sich irgendwie den Leuten von Patrick oder sowas anschließen oder sonst was machen. Wisst ihr, was ich meine? Beziehungsweise oder auch noch anfangen. Der Name alleine schon. Das Kollektiv. Ja, aber du weißt ja nicht, du weißt ja nicht. Angst. Ja, ich meine, wir sind harte Nordmänner, Kevin, aber trotzdem können wir nicht noch einen Feind gebrauchen. Der eine Feind hat schon den Enderdrachen. Ich kann die aber nicht ernst nehmen, wenn die das Kollektiv heißen. Ja, weiß halt nicht. Also. Dann wie so ein Versager, die sich als Richter beworben haben und abgelehnt wurden. Was ist das denn? Die sich als Richter beworben haben und abgelehnt worden. Warte, ich probiere ganz kurz. Funktioniert diese Amboss-Kanone so? Ja, wenn ich sie dann richtig gebaut hätte, würde es funktionieren. Also Leute, da müssen wir auf jeden Fall echt drauf Acht geben, dass die den Drachen nicht beschwören. So, ich guck mal ganz kurz, passt das hier mit der TNT-Kanone? Supi, die funktioniert klasse toll. Sehr schön. So, Leute. Dann würde ich sagen, springe mal ganz kurz hier runter. Ich hoffe, ich überlebe das. Natürlich überlebe ich das. Ich bin ein Top-Nordmann. Und dann
werden wir morgen im Stream Patrick und seine seltsamen Schergen aufsuchen. Und ich hoffe mal, ihnen das Ei abnehmen können, was ich ja blöderweise verloren habe. Ne? So, schaut euch mal bitte die Mauer von vorne an, Leute. Ist das nicht krass? Wobei, ich habe gelogen, ganz fertig ist ja noch gar nicht, Jungs. Wisst ihr warum? Warum? Es fehlt unten noch diese Dispenserei, die muss noch befüllt werden. Wir können jetzt mal hingehen und den ganzen Drachenatem, den wir haben, nutzen, Tränke machen und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir das auf jeden Fall schon mal berücksichtigen. Und ich überlege die ganze Zeit, ist es nicht eigentlich sinnvoll, eventuell unten noch ein automatisches, riesiges Eistor in das Ding reinzumachen? Wo soll ich denn die Kanone der Vergeltung hinbauen? Warte. Wie breit ist die Kanone der Vergeltung? Ein oder zwei Blöcke oder drei Blöcke? Drei Blöcke breit ist sie. Drei Blöcke breit. Oh, das wird schwierig von der Symmetrie her, Schätzelein. Aber warte mal. Ich weiß, wo sie hinpasst. Ich weiß ganz genau, wo sie hinpasst. Gib mir eine Stelle, wo ich eine hinbauen könnte. Warte, Kevin. Komm mal her zu mir. Komm mal her zu mir, Schätzelein. Basti, kannst du mir noch einen Gefallen tun? Beziehungsweise hast du vielleicht noch eine Piste am Start, Basti? Ein normaler Pisten, ja, hier. Ja, normalen Pisten oder ist auch sticky, wenn du sogar hast, tatsächlich. Kann man die Slime-Blöcke hier auflösen? Das ist falschen. Ja, Moment, ich mach dir sticky. Oh, sexy, Basti. Sexy Boy! Dankeschön, zeig mal her. Zieh dich mal aus. Dropper hat man mit Bogen gebaut. Dropper? Ich hab noch Dropper, warte mal, ich hab noch Dropper im Inventar. Dispenser hab ich, brauchst du Dropper oder Dispenser? Dispenser Dropper. Brauchst du doch, oder? Dropper? Nein, Dropper. Oh, ja, das Dropper. Weiß ich nicht. Ich glaube, Dropper ist nur mit Bogen. Oder, nee, Dropper ist nur Cobblestone mit Redstone. Warte mal. Ich glaube, Dropper ist nur Cobblestone mit Redstone. Kleinen Moment. Haben wir nicht noch irgendwo... Ich meine, dass Dropper mit dem Bogen ist, weil Dispenser haben wir richtig viele. Und wir hatten nie so viele Bögen. Guck mal, also ich glaube, das war nur mit Dingens. Warte mal, ich versuch's mal ganz kurz. Kleinen Moment, ich baue Dropper hier mal ganz... Dropper haben wir doch unten in der Mauer verbaut. Das sind doch die mit den Bögen. Nee, das sind Dispenser, was ja, du meinst. Ich glaube schon. Kevin, die mit den Bögen sind Dispensern. Komm ja, hier, warte. Das stimmt, die mit den Bögen sind Dispensern. Warte, ich komm zu dir. Was ist das TNT? Das sind doch Dropper. Nein, Dropper. Ich verstehe nicht. Kevin, komm einfach hier hoch. Kevin, ich vertraue dir jetzt einfach. Hier liegt alles hier oben, bitteschön. Hier liegt alles. Komm, ja, nimm dir alles. So, hier sind Dropper und Dispenser, je nachdem, was du brauchst. So, apropos, Leute. Wo ich jetzt gerade hier den Boden sehe vom Aufzug, ne? Mhm. Wir könnten ja mal gucken, dass wir uns jetzt bald mal so Schalker-Boxen machen. Da haben wir Rucksäcke. Ja, Das wäre natürlich nicht verkehrt. Das wäre sehr geil. Wo hast du das hingeschmissen? Da, wo ich baue, oder was? Ja, da oben liegt das, genau. Genau. Also, Leute, ihr seht es auf jeden Fall. Hier bei der Rebellion wird ordentlich gearbeitet. Wir arbeiten daran, die Mauer aus Eis und Stahl, Dropper, wie ich sie ja gerne nenne, so groß und mächtig wie möglich zu machen, Leute. Und ich glaube, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Schaut euch das mal an, was hier alles an möglichen Waffen auf der Mauer liegt, Leute. Das ist echt schon ziemlich krank. Und ich glaube, dass wir damit auf jeden Fall unseren Gegner easy in die Flucht schlagen können. So, die TNT-Kanonen bzw. die Anvil-Kanonen sind auch fertig. Und jetzt schauen wir mal, was der liebe Kevin da vorne noch fertigt. Beziehungsweise ob die überhaupt funktioniert. Hast du noch Redstone, Revi? Ich hab Redstone, ja. Wo bist du? Wir können die heute gar nicht in Betrieb nehmen. Können wir nicht, warum? Ich brauche noch neben den Redstone-Repeater diese Comparator, oder wie die heißen. Comparator. Davon haben wir gerade noch keine. Comparator, ja, nee, das stimmt. Hier, nimm, Basti, nimm dir, dann machen wir das einfach beim nächsten Mal, Leute. Aber die TNT-Kanone der Vergeltung steht auf jeden Fall, Leute. Und glaub mir, ganz ehrlich. Ja, müsst ihr eh noch hier so ein Design ausarbeiten. Richtig, das Ding auf jeden Fall. Amenakoyim, das ist krass. So, wir müssen mal überlegen, wie wir das hier genau machen, weil hier ist natürlich ein bisschen blöd jetzt immer mit dem Drüberlaufen, ne, Kevin? Ich hätte die einfach, wenn ich du wäre, ein Stück weiter nach vorne gesetzt. Weißt du, was ich meine? Warte mal. Komm mal her. Ach Mist, jetzt haben wir... ich gehe ganz kurz was holen. Basti, schickst du den Aufzug nochmal runter? Wie jetzt zum Beispiel die einzelnen, die wir haben, diese Obsidian-TNT-Kanonen, die schießen ja immer dieselbe Reichweite, also haargenau, immer an dieselbe Stelle. Ja. Und die verteilt das ja, das splittet so richtig so auf. Ja, das Gute ist auch, die Gegner können nicht mehr mit den Feuerpfeilen auf die schießen, weil die... Das TNT stimmt, weil das TNT ist ja innen drin. Das TNT ist ja innen drin. Ja, das ist krass. Ja, die hat nur Vorteile eigentlich. Ja, das stimmt. Vor allem spammt die halt auch richtig krass, ne? Wir müssen auf jeden Fall mal überlegen, ob wir nicht noch hingehen sollten und vielleicht unser TNT-Game ein bisschen upsteppen, beziehungsweise halt hingehen und sagen, passt mal auf, wir machen so eine Creeper-Farm oder sowas. Das sollten wir mal überlegen. So, schau mal, Kevin, ich hatte einfach überlegt. Wie willst du die machen? Ja, keine Ahnung, oder generell halt eine Mob-Farm. Es gibt keine Creeper-Spawner. Ich weiß, aber halt irgendwas. Ja, ich wollte es ja gesagt haben. So, guck mal, Kevin, da kann ich nämlich Designtechnik, kann ich das auch ganz gut umsetzen, indem wir einfach hier noch so zwei Dinger hinbauen, so zwei Stützen, und dann passt das nämlich ganz gut. Dann können wir nicht von da aus easy auf die Gegner spammen, Leute. Und dann wird das auf jeden Fall echt krass abgehen. So, Kevin, dann bauen wir fertig. Und dann will ich sehen, wie das Ding aussieht am Ende. Aber warte mal, Kevin, dann machen wir das hier ausnahmsweise bei diesen Kanonen so. Ich meine, es muss ja nicht alles hundertprozentig perfekt symmetrisch hier sein, Leute. Das kann man ja auch mal, sag ich mal, ein bisschen außer Acht lassen. Kevin, dann mache ich einfach hier den. Guck mal hier, dann mache ich hier so Half-Slaps hin. Da kann man hier so easy drüber laufen. Weißt du, was ich meine?
Und ja, dann muss man sich da als Kämpfer auch. Ja, wir können keine, ja, ich kann ja noch mal gucken in dem Stream, dass ich das umbaue und ein richtig gutes Design erarbeite. Dass wir die auch vielleicht, dass ich da so noch eine Hülle um die drum baue, dass die noch geiler aussieht. Ja, ja, ja. Also Leute, das ist auf jeden Fall diese wunderschöne TNT-Kanone, die ihr bereits kennt, meine Freunde. Das ist die, die wir bei TNT was auch hatten. Leute, wenn es euch gefallen hat, dass die Rebellion wieder zurück ist, wir gemeinsam die große Mauer aus Eis und Nord, dass wir die gemeinsam die große Mauer aus Eis und Stahl aus endlich Eis gemeinsam fertiggestellt haben, Leute, dann würde ich sagen, smash den Like-Button nach oben. Checkt auf jeden Fall Basti und Kevin aus. Und in diesem Sinne, meine Freunde, für den Norden und für die Rebellion, teilt das Wort unter allen anderen Kommentaren wieder, meine Freunde. Ich möchte wieder Aktivität sehen. In diesem Sinne, meine Freunde, für den Norden, gemeinsam stehen wir an der Front und kämpfen für die Freiheit. Leute, das war's. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao.